Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ich schließe mich der Kritik an, die der Kollege Tönz geäußert hat. Liebe CDU-Fraktion, liebe Ilka von Böselager, es wäre gut gewesen und besser gewesen für diesen Tagesordnungspunkt, wenn die gute Initiative eigentlich von der CDU-Fraktion geöffnet hätte werden können, wenn es eine interfraktionelle Lösung hätte geben können. Wir haben das Angebot gemacht, es abgelehnt. Jetzt haben wir unterschiedliche Anträge. Das ist nicht zuträglich, weil eigentlich müssten wir gemeinsam ein starkes Signal aus dem Landtag Nordrhein-Westfalen an unsere Bevölkerung senden und sagen, geht am 25. Mai wählen. Denn, das wissen wir alle, das muss ich hier, glaube ich, niemandem erklären, denn diejenigen, die nicht wählen gehen, die werden dann nachher von Mehrheiten im Parlament regiert, die sie nicht haben wollten. Und darum geht es nämlich genau bei dieser Europawahl. Bei dieser Europawahl 2014 geht es auch darum, ob der Einfluss von rechtspopulistischen, rechtsextremen Parteien in Europa weiter zunimmt. Wir sehen, in vielen Staaten der Europäischen Union treten Parteien mit nationalistischen Tönen an, die mit Forderungen nach dem Austritt aus der Europäischen Union, der Abschaffung des Euros und der Einschränkung der Freizügigkeit sowie gegen eine angebliche Bedrohung durch den Islam auf Stimmenfang gehen. Auch in Deutschland versuchen rechtsgerichtete bis rechtsextreme Parteien in das Europäische Parlament zu kommen, während NPD und Pro-NRW mit offen rassistischen und antidemokratischen Forderungen auftreten, versucht die Alternative für Deutschland mit Wohlstand, chauvinistischen, marktradikalen und teils nationalistischen Positionen ins Europaparlament zu kommen. Und gerade vor diesem Hintergrund der Gründungsgeschichte der Europäischen Union, die auf der Überwindung des Nationalismus fußt, ist es bedenklich, wenn sich Parteien zur Europawahl aufstellen und antreten und nachher gewählt werden, die die europäische Vereinigung rückabwickeln wollen. Und diesen Tendenzen müssen wir entgegentreten. Und deswegen unser Aufruf, gehen Sie wählen, so dass auch rassistische, antidemokratische und extrem nationalistische Positionen keinen Einzug ins Europaparlament erhalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Engsfeld. Für die FDP spricht der Kollege